Und jetzt landen wir hier gerade bei Zündstoff City. Mega. Das scheint ein Motel zu sein, aber es gibt auch was zu essen, wie es scheint. Alle bekannten Größen wie Billy the Kid, Wyatt Earp, Butch Cassidy, wo ist Sundance Kid, Buffalo Bill, Jesse James, alle hier verewigt. In der Mitte Kutschen, ach, aus Siegburg jemand, das ist ja ganz in meiner Nähe. Ich bin hier in der Nähe von der Edertalsperre und da ich ja gerade in Fritzlar nichts zu essen bekommen habe, dachte ich, dann fahr mal zur Talsperre, weil an Talsperren ist ja fast immer was zu essen. Und dann habe ich das hier entdeckt. Geronimo. Noch so eine Größe. Sieht das nicht geil aus hier? Mega, ne? Nicht alle Namen sagen mir was. Aber da hinten Doc Holliday und hier die Daltons, klar, die kennen wir, Lucky Luke mäßig. Bell Star, ja, kenne ich auch von Lucky Luke. Und da ist er, Sundance Kid. Moment, mal eben, da am roten Dach, Sundance Kid, den hatte ich ja gerade noch vermisst. Ja, also irgendwas werde ich hier schon finden, auf jeden Fall. In dem Ambiente zu essen ist so viel schöner als, auch wenn es eine schöne Stadt ist, Fritzlar, aber so als Westernreiter unerlaubt übers Gras gehen. Pferd haben wir ja beim Hengst gelassen und holen wir bald wieder ab. Hallo Queenie. Hier Westernsattel und Englischsattel in der Westernstadt. Na gut. Zum einen Outlaw Piece, das wäre genau das Richtige für mich gewesen. Goldwaschen passt auch zu mir. Und die Musik dürfte Bon Jovi sein. Oder sowas in der Art. Nee. Naja, trotzdem, geile Musik. Guns N' Roses. Sleepy.
Normalerweise nicht. Mama muss sich mal in Sicherheit bringen. Ja. Den lass uns dann lieber erstmal weg, dass sie dann das rumkriegen. Ich nehme meinen Hund. Mein Hund ist da hinten. Der ist durchgelaufen, da durch das Gestrüppe da. Ja, das wird auch immer. Ich dachte, jetzt ist er da drüben. Dein Hund ist ja nicht lebensmüde. Nee, Mama. Mach ich erstmal Strom hier an, dann haben wir allerdings einen. Oh Gott! Okay, weg. Wow, weg da! Entschuldigung, ich hab hier gerade einen kleinen. Nee, ich möchte eigentlich. Ja, gut, dass du wieder da bist, Gail. Aber ich fand's besser, dass ich. Das hat's leider an die Backe gekriegt. Ich bin jetzt auch froh, dass ich nicht mehr ganz so in der Mitte stehe. Nee, das darfst du auch nicht machen, weil. Ja, die rost halt noch da. Nicht, ne? Komm mal raus da. Aber es sind morgen so genau 3 Wochen. Geh, okay, weg da. Ja, also die ist auch nicht super zinzig, ne? Aber die ist mehr so wie Rabi. Rabi, wenn Rabi sich wehrt, macht ganz leise nur. Nur leise. Und dann hebt er nur mal so ein Ärschchen hoch und sagt, ich könnte. Also sie haut auch nicht so richtig zu. Nee, ich glaube auch nicht, ne? Jolli, das Miststück, die hat den so verprügelt. Der hat den Bluterguss gehabt, so eine Form habe ich noch nie gesehen. War wie so ein Butterbrotbeutel. Auch so. Auch so von der Konsistenz. So ein Blutbeutel dann. Da kam gerade, da war mein Tierarzt aus irgendeinem Gründen gerade. Nee, das war mein. Aber ich glaube eigentlich auch nicht, dass sie durchzieht. Gucken Sie sich das mal an. Aber das dürfte nicht schlimm sein. Ich sag, nein, mein Tierarzt wollte auch nochmal zum Impfen kommen. Kann der auch nochmal gucken. Mein alter Landtierarzt, mein Hausarzt so, naja, sieht schon ein bisschen komisch aus. Ist schon eine bisschen dollere Form vom Bluterguss. Aber er sagt, ich denke mal, der ist doch noch nicht alt. Ich sag, nee. Ich gehe noch mal ein bisschen lebensmütig rein. Gail, warte. Na, wo sind sie jetzt hin? Pferde weg. Nein, ich kann sie nicht mehr filmen, aber ist egal. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.